Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge von meinem kleinen Westeros Craft Spezial. Und wir sind jetzt hier nicht bei der Septe von Baelor, wie ich es versprochen hatte. So, ich möchte heute eine kleine längere Folge machen und mit euch zusammen nach Hohenehr laufen. Das gab es bereits bei Westeros Craft Walks schon mal, nur nicht in einem Video. Ich möchte das versuchen, heute in einem Video abzuhandeln. Und zwar, wer mit Game of Thrones ja bewandert ist, der kennt, oder beziehungsweise wer sich mal rangewagt hat, den ersten Roman zu lesen, von daher ist das ja nicht allzu umständlich, kennt Westeros natürlich und er kennt auch Hohenehr. Hohenehr ist der Sitz des Hauses Arryn und ist der sicherste, wenn man nicht gerade Drachen hat, Sitz in ganz Westeros. Und dieser Weg hier ist der einzige Weg, der zum... Moment. Musik ist schön, aber nicht ganz so laut. Ist der einzige Weg, der hochführt nach Hohenehr. Und zwar muss man dabei verschiedene Burgen passieren, verschiedene Tore passieren, um überhaupt erstmal hinzukommen. Wir sprinten mal ein bisschen, sodass wir ein klein bisschen mehr Geschwindigkeit haben. Ich finde es sehr schön, wie sie hier versucht haben oder wie sie es auch geschafft haben, das Gefühl von ein Gefühl von Distanz zu erzeugen. Denn man weiß ja, bei Minecraft kann man maximal 256 Blöcke hochbauen. Das geht auf Servern zwar an, kann man es zwar erhöhen, sorgt aber dann für teilweise Instabilitäten und ist halt dann auch, wenn man die Map mal irgendwann für den Singleplayer trotzdem bereitstellen möchte, optimiert hat, irgendwann nicht ganz so toll. Jetzt seht ihr, da unten haben wir angefangen, jetzt sind wir hier schon hochgekommen. Und deswegen hat man sich dann dazu entschieden, na gut, wir lassen das mal und bleiben bei 256. Und ja, deshalb hat man, wie gesagt, den Weg hier so ein bisschen distanzerzeugend gebaut. Das heißt, man hat versucht, ein Gefühl von Weite einfach zu erzeugen, indem man hier verschiedene Windungen um die Berge macht und dann auch ab und zu wieder nach unten geht und nach oben, wie jetzt hier geht man zum Beispiel wieder sehr weit nach unten gleich. Dass man eben versucht, durch diese verschiedenen Berggipfel, die ja im Roman nur einer sind, sozusagen, ein Gefühl von Höhe zu erzeugen. Und das haben sie sehr gut geschafft. Es kommt einem wirklich wie ein Aufstieg vor. Und das finde ich schon mal relativ gut. Jetzt kommen wir gleich an einen guten Platz oder interessanten Platz. Da haben wir einen Angriff erleben können von den Mond. Also von den Clans der Mondberge. Hier. Hat man ja in der Serie bzw. im Roman auch gehabt, wo Tyrion und seine Eskorte plus Catelyn Stark eben angegriffen worden sind. Ja. Generell ist Hohenehr ja, sagen wir mal, von den Arryns hoch wie die Ehre, ist ja ihr Wahlspruch oder ihr Hausmotto. Und ist ja auch der Falke mit dem Mond, also die Mondberge und der Falke eben, das Falke des Hauses Arryn. Entschuldigung, bin immer noch ein klein bisschen erkältet. Ist ja eigentlich eine super Idee, dass man dann so eine Burg baut, die tatsächlich uneinnehmbar ist. Und die wurde tatsächlich erst eingenommen, als eben damals Aegon der Eroberer kam und mit seinen Drachen da oben ein bisschen Radau gemacht hat. Und da wurde das sozusagen erst erst eingenommen. Moment, ich muss kurz nachschenken, damit mein Hals wieder etwas befeuchtet wird. So, ist alles hier live. Schräg, schräg, uncut. Ist vielleicht das bessere Wort dafür. Haben auch sehr schöne Soundpacks. Immer diese Vögel zwischendrin und die Fliegen, die hier rumwirren manchmal. Also schöner als im normalen Minecraft auf jeden Fall. Und natürlich die Flüsse hören sich hier auch wesentlich schöner an. Lauter einfach als im normalen Minecraft. Übrigens, das ist auch ein sehr interessanter Fakt, hier beginnen immer die großen Flüsse, die wir dann in den Tälern sehen. Also der Trident zum Beispiel, da wo der Fluss durchläuft. Der Schwarzwasser, alle haben hier oben so ein bisschen den Ursprung. Was auch schon mal interessant ist. So, hier geht es durch so einen kleinen Spalt. Und da hinten sehen wir schon einen Turm. Und noch einen Turm.
Und wir nähern uns sozusagen dem Bloody Gate, also dem blutigen Tor. Das ja dazu gesichert ist, dass also der einzige richtige Zugang, der halt durch den Weg befestigt ist, ins Tal von Arryn. Was ja schon mal Schutz eigentlich genug sein sollte. Und ist dazu noch extrem stark befestigt. Also wir schauen uns das, wie gesagt, jetzt gleich an. Ich finde auch schön, wie die Wege gemacht sind. Du bleibst nie hängen, auch wenn du sprintest. Ist richtig schön gemacht. Muss man einfach sagen. Ja, genau. Hier haben wir schon das Bluttor. Wie es im Deutschen heißt. Und ja, also das ist wirklich eine super Befestigung. Und hier an der Seite hast du schon diese Wege. Ich werde jetzt direkt mal... Was habe ich hier eigentlich alles im Inventar? Speedtime Day machen wieder. Boah, sieht das gut aus. So. Genau. Dann gehen wir hier mal durchs blutige Tor durch. Wunderbar. Dann schauen wir mal. Überall auch die schweren Türen natürlich. Hier geht's hoch. Aufs Bluttor. Hier ist eine Art Besprechungsraum oder Essenssaal für die höheren Lords. Ups, Entschuldigung, wollte ich nicht. Hier geht's noch höher. Wo geht's hier hin? Ah! Genau, hier sind wir auf einen der Wehrgänge. Die wollte ich euch eigentlich zeigen. Hier stehen dann im Falle eines bevorstehenden Angriffs die Bogenschützen. Und ja, also es ist, sagen wir mal, sehr, sehr schwer, hier tatsächlich einzudringen. Wenn man nicht gewollt ist, wie gesagt. Es geht bis davor zu den Türmen und in den Türmen selbst können ja auch noch Soldaten EDC stehen. Und schon von Weitem die Feinde erspähen und dann hier die ganzen Bogenschützen aufstellen lassen. Wie gesagt, also zu Fuß ist auch Hohenair natürlich noch nie eingenommen worden. Wie gesagt, das einzige war eben Drachen, was nicht geholfen hat. Da hilft weder ein Tal noch irgendwas anderes, da muss der Drache nur drüber fliegen. Deswegen fliegen ist da so ein bisschen ein Cheat in der Welt von Game of Thrones. Ja. Ich habe mich übrigens dazu entschlossen zu versuchen, nicht unmögliche Wege zu benutzen. Das heißt, ich versuche alles per Fuß zu erreichen. Und nicht zu fliegen wie in der ersten Folge. Ich weiß, es verlockt, weil man da auch einen besseren, coolen Blick irgendwie auf die Sachen bekommt. Aber es hat so irgendwie was, als wenn man wirklich hier in der Welt unterwegs wäre. Und das gefällt mir halt so gut. Die Minecraft-Musik ist übrigens immer noch mega cool. Weiß nicht, ob die hier noch ergänzt wurde durch ein paar extra Songs, aber... Genau, und hier ist eben dann das eigentliche Bluttor. Hier kann es hochgezogen werden. Und noch eins weiter oben ist dann schließlich der Ort, wo immer der Wächter, der Kommandant des Bluttors steht und sagt, who wants to pass the bloody gate. So. Also sehr cool. Muss man schon sagen. Hier drüben geht natürlich auch wahrscheinlich genauso runter, ja. Also eine richtig, richtig gute Befestigungsanlage, in die man, glaube ich, sehr schwer einbrechen kann. So, wo geht's jetzt hier runter? Da. Kann man sich, wie gesagt, auch mal selber angucken. Es ist relativ, ja, accessible. Wie gesagt, der Server ist wieder in der Beschreibung. Guckt euch einfach an. Und wir gehen jetzt weiter Richtung Tal von Arryn. Wenn man jetzt hier durch ist, geht es tatsächlich ins Tal von Arryn. Und da ist wieder die Bestrebung, ein Gefühl von Distanz und auch Aufstieg zu schaffen, indem man jetzt erstmal hier ganz weit runter geht, ins Tal sozusagen. Nach der Bloody Gate, um dann später wieder aufzusteigen. Aber es fällt einem nicht, also es ist nicht direkt auffällig, dass man sagt, oh, jetzt muss ich hier 3000 Meter nach unten, damit wir nachher wieder ein Gefühl von Höhe bekommen. Sondern es schlängelt sich nachher auch nicht so stark nach oben, dass man sagen würde, oh, so weit unten waren wir, so nach dem Motto.
Also es hält sich schön die Waage und es war wirklich eine Meisterleistung, diesen Weg hier zu bauen. Also ich würde sagen, der Weg ist fast genauso kompliziert wie Hohen Air oder ähnliches zu bauen. Hohen Air in der Serie kann man sich ja ein bisschen, stellt man sich ja tatsächlich ein bisschen anders vor. Also in der Serie ist es ja ein bisschen anders dargestellt. Hier ist es sehr an den Roman orientiert. Was ich in der Serie nicht so toll finde, ist, dass Hohen Air ja in Begleitliteratur EDC extra mit 7 Türmen gezeichnet ist, wegen dem Glauben an die 7 eben ein bisschen und hoch wie die Ehre EDC, also eine sehr stolze Familie, die sich sehr stark auf den Glauben an die 7 verlässt. Ähnlich wie die Tullys von Schnellwasser, die ja auch mit Lisa Ach in EDC, ne? Auch einen Verwandten da oben haben in Hohen Air. Und das kommt in der Serie eben nicht vor. In der Serie ist es eher so eine Art Kuppelbau, der rund ist und in der Mitte ist dieses Mondor, was nach unten fällt. Und es steht ja auf so zwei zusammenlaufenden Bergen. Also nicht so, ja, normal auf einem Berg eine Burg, sondern da ist unter der Burg sozusagen der Abgrund, wo das Mondtor in den Boden gemeißelt ist. Hier ist es eher eine Tür, das sehen wir aber dann alles noch. Auf dem Weg gibt es 3 Burgen, die ich nicht auswendig kann. Also ich weiß, wie sie heißen. Ich glaube Stein, Schnee und Moon, also Mond. Mond müsste das letzte sein. Aber das sehen wir ja gleich. Also wir schauen sie uns alle 3 an. Okay, die Musik passt irgendwie nicht so richtig gerade. Mach sie einfach noch ein bisschen leiser. So. Genau, und jetzt sind wir im Tal von Arryn. Jetzt sehen wir auch, hier haben Bäume sich angesiedelt. Steinsformation haben wir hier können wir hier sehen. Und ja, ist ein relativ weitläufiges Terrain tatsächlich. Hier gibt es dann auch bald noch Felder und ähnliches. Also das werden wir auch gleich sehen. Felder, Hütten, da unten haben wir es doch schon. Bauernhütten. Sehr, sehr schöne Bauernhütten. Können wir auch mal in eine reingucken. Wir wollen die jetzt nicht bei ihrer wohlverdienten Pause stören. Sehr schön. Und da oben dann wahrscheinlich das Bett, genau. Oh oh. Fahren wieder schöne laute Autos an meinem Fenster vorbei, es tut mir leid. Aber naja. So. Genau, also hier haben wir wie gesagt Felder. Also es kann sich auch, das Tal von Arryn kann sich auch sehr gut selbst versorgen. Da braucht man keine Angst zu haben. Und da hinten haben wir dann auch schon weitere Bauernhütten, die ein bisschen größer sind tatsächlich, als die, die wir gerade gesehen haben. Bam, 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 bam. Ja, ein klein bisschen größer sind die schon. Sehr schön. Das sieht blöd aus. Das habe ich mir schon immer gedacht. Das sieht aus wie ein Pilzhaus, weil es zu viereckig ist, meiner Meinung nach. Also da hätte ein bisschen mehr Arbeit. Ich setze mich jetzt nicht ins Bett. Aber das ist das einzige Haus, was mir nicht gefällt hier. Ich weiß nicht wieso. Sieht so, wenn du so von Weiden kommst, ein bisschen pilzig aus. Nicht so cool wie die anderen, so flach irgendwie. So. Ja, wir wollten ja wieder ausblenden. So. Genau. Jetzt kommen wir schon langsam in die Richtung, wo die erste Wegburg steht. Tut mir echt leid, dass ich die nicht. Aber wir klären das nachher noch, keine Angst.
Das hätte ich mal raussuchen müssen. Aber ich habe es jetzt auch leider nicht im Kopf. Ich könnte jetzt meinen Reiseführer, also meinen Westeros, das Lied Die Welt von Eis und Feuer. Das ist ein sehr cooles Buch. Da sind auch die drei Wegburgen drin. Beschrieben, etc. Aber habe ich jetzt leider nicht im Kopf. Von daher können wir die, also der liegt hier über mir, aber ich möchte jetzt die Aufnahme nicht so blöd unterbrechen. Eigentlich. Oh, es ist schön. Ja, es ist Teil von Aachen, ist echt eine schöne Sache. Ist einfach ein bisschen friedlicher Teil von Westeros, weil da kommt einfach keine richtige Armee hin. Und das ist eben das Tolle daran. Es ist einfach so ein unberührter Flecken Natur. So ein unberührter Flecken, ja, wo man einfach mal sagen kann, hier ist nichts Schlimmes, hier ist kein Krieg und nichts. Und hier kommen wir doch schon langsam der Sache näher. Meine Damen und Herren, ich präsentiere Ihnen Hohenair. Die Eyrie auf Englisch. Und da hoch müssen wir jetzt. Und das werden wir jetzt angehen. Zum Greifen nah, doch ungreifbar, sozusagen. So, und bevor wir das aber dann gleich machen, gehen wir jetzt erstmal zur ersten Wegburg. Die jetzt gleich kommen müsste. Ah, das ist jetzt Steinschlag. Soundblock gewesen, auch cool. Gehen wir erstmal zur ersten Wegburg, die jetzt wie gesagt sofort kommen müsste. Auf was habe ich eigentlich die Dings eingestellt, die Chunks? Weil wir haben ja damals festgestellt, dass auf dem Server maximal 16 funktionieren. Das wurde, glaube ich, serverseitig eingestellt und da haben wir nämlich auch ein paar mehr FPS noch. Ich meine, wir haben sowieso schon viele, aber so haben wir noch ein paar mehr. Jetzt haben wir nämlich genau 60, vorher hatten wir halt 50. Aber wie gesagt, auf dem Server funktionieren eh nur 16 FPS. 16 Chunks. Alles darüber hinaus hat sich bei mir noch nie geladen auf dem Server. Das ist halt serverseitig festgelegt. Ist auch logisch, weil das muss ja für jeden sozusagen vom Server gestreamt werden, wenn du so willst, dass du die Map nicht auf dem... Und da ist es natürlich auch eine Frage der Performance, ne? Wenn da 100 Leute mal drauf wären, aktuell meistens sind es immer so 10 bis 20, die hier drauf sind, Hochzeiten immer so 20, Mann. Da ist es natürlich eine Frage der Performance, wenn jeder hohe Sichtweiten hat, weil ich könnte jetzt zum Beispiel locker mit 30 spielen, wenn ich nicht aufnehmen würde. Wenn ich aufnehme, spiele ich immer so mit 16, weil dann habe ich konstante 15 FPS. Gerade auf Servern, wo ja die Performance teilweise, wie gesagt, noch über den Server läuft und nicht über den eigenen PC, ist das dann eine relativ coole Sache. Und wie gesagt, wir dürfen jetzt gleich zur ersten Wegburg kommen. Und da ist sie auch schon. Und wenn wir bei der sind, machen wir mal einen kleinen Umweg. Ich zeige euch nämlich was anderes Cooles noch. Ja, das sieht sehr stark nach der, wie gesagt, Stein aus. Ich glaube Stein, Schnee und Mond, ich weiß es echt nicht mehr. Aber ich glaube, es war so ähnlich. Das dürfte auf jeden Fall die Steinburg sein. Und bevor wir uns die angucken, gehen wir mal ganz kurz zu einem weiteren Feature, was es auf diesem Server gibt. Und zwar... teleportieren wir uns zur Map. Und ich weiß nicht, ob ich die euch schon mal gezeigt habe. Machen wir den Tag. Ich dachte, ich lasse euch mal kurz zuhören, wie schön laut es wieder vor meinem Fenster ist. Es reicht jetzt echt, also wirklich. Leiser kann ich es euch nicht machen. Ich habe mein Fenster jetzt zugemacht. Es ist unmöglich, wirklich.
So. Gate of the Moon? Was? Stone, Snow, Sky. Sky, genau. Und das war das Gate of the Moon, genau. Also es gibt jetzt noch nicht die erste Wegburg, es gibt nämlich noch dieses Gate of the Moon davor. Das den eigentlichen richtigen Anfang des Aufstiegs zu Hohen Air kennzeichnet. Also das ist jetzt sozusagen das Gate zum Mond, was den Eingang in die Mondberge, in die eigentlichen großen Mondberge darstellt. Das gucken wir uns jetzt einfach mal kurz ein bisschen an. Das Wasser ist ja leer. Ach, das ist tatsächlich so ein... Ah, okay, cool. Hier sind Ställe. Hier haben wir eine Wasserrad. Also, hier geht's auf die Mauer. Hier kommt mehr her, wie gesagt. Joa. Hier hat man noch einen guten Ausblick dahin. Jetzt gucken wir mal, ob wir den Turm des Lords finden. Müsste entweder der sein oder der da drüben. Ich glaube aber eher der hier, wo ich gerade gezeigt, als erstes gezeigt habe. Gehen wir mal runter in den Hof. Wie gesagt, ich würde eher sagen, das ist das Ding. Ups. Das ist eher der hier, glaube ich. Oh, ist aber schon echt idyllisch hier gemacht. Also muss man mal sagen, dafür, dass es eigentlich nur so eine Durchgangsburg ist, sieht die echt geil aus. Ja, hier haben wir auf jeden Fall schon mal die größeren, opulenteren Treppen. Schon mal ein gutes Zeichen. Hier können die Bediensteten schlafen. Ah, hier geht es gar nicht höher, oder was? Ne, hier ist ein Dach drüber, okay. Da muss es irgendeinen anderen Zugang geben. Ah, hier waren wir doch schon drin. Das war der Turm, in dem wir drin waren, oder? Ah, da muss es doch höher gehen. Genau, wir sind von hier gekommen und gehen... Na gut. Ist ja auch nur eine unwichtige Burg auf dem Weg zur Hohen Air. Müssen wir jetzt also nicht übermäßig thematisieren. Könnt ihr euch auf jeden Fall, wie gesagt, alles selbst angucken. Ich habe mir die auch schon ein paar Mal genauer angeguckt. Hui, hui, hui. Oh, hier gibt es durch eine Art Sumpf. Okay. Und hier kommen wir zur ersten Wegburg, zur ersten richtigen Wegburg, nämlich Stein. Stein, Schnee hatte ich richtig, wie gesagt. Also, ich hatte schon noch ein bisschen was im Kopf, deswegen habe ich auch nicht nachgeguckt, weil ich gedacht hatte, ich habe es im Kopf. Aber ich wusste nicht mehr, ob die letzte Moon oder, ja, wie eben jetzt Sky heißt, also Himmel. So, erste Wegburg. Also man denkt dran, man muss, wenn man nach Hohen Air will, zu Fuß durch all diese drei Burgen. Und alle drei zu bestechen ist ein bisschen kompliziert. Ich weiß nicht, warum er hier so viel Eisen verbaut hat. Ich finde das irgendwie ein bisschen, weiß nicht, passt das so richtig? Ich meine, wenn ich schon Stein heiße, dann kann ich ja auch viel Stein haben, oder? Ah ja, mit die... Große Halle, in Anführungsstrichen. Okay. Ja, wie gesagt, die Wegburgen sind alle relativ minimalistisch gehalten, natürlich. Aber es sind ja auch, wie gesagt, Wegburgen und keine Hauptburgen. Die sind ja einzig da, um den Weg zu schützen. Hier ist, glaube ich, das Lord, der Lordturm. Also derjenige, der halt hier... Das sind ja keine richtigen, Lords. Das sind ja eher... Ritter, die halt hier zu den jeweiligen Wächtern der jeweiligen Burgen ernannt werden, sozusagen. Also jetzt nicht unbedingt ein fester Lord, der jetzt hier sagt, oh, das ist die größte Ehre, so eine kleine Burg verteidigen zu dürfen. Aber wie gesagt, es gibt halt hier einen, der das Kommando hat und der ist halt wahrscheinlich in dem Turm hier eher zu Hause als in anderen. Sehr schön. Ah, hier war das, okay. Gut. Dann würde ich sagen, gehen wir mal weiter. Den Weg, der hier weitergeht. Das war die erste Wegburg.
drei Stück gibt es, wie gesagt, davon. Die waren natürlich immer kleiner. Das war noch die bestbefestigste. Also nach dem, natürlich nach der, erstmal nach dem Mondtor. Jetzt geht es hier richtig hoch. Jetzt wird hier ein richtig das Gefühl von Höhe erzeugt. Erstmal, dass du hier richtig hochläufst. Den Berg. Richtig geil. Also mir gefällt es richtig, wie gesagt. Hier auch so ganz enge Wege. Schmale Wege. So halb befestigte Brücken noch. Das ist ja eigentlich noch der bessere Weg hier. Wurde ja schon gesagt. Auch wurde auch im Roman beschrieben, der Ast von Stein zu Schnee geht es eigentlich noch relativ sicher. Ist natürlich nicht leicht, aber es ist noch relativ sicher. Und von Schnee zu Himmel muss man dann schon Maultiere nehmen, so viel ich weiß. Um wie gesagt gut voranzukommen, sicher trittsicher vor allem voranzukommen. Weil die eben trittsicherer sind als Menschen. Ja, hier geht's richtig nach oben. Hier denkt man, oh, wir steigen richtig auf. Und jetzt sind wir auch schon bei Schnee. Auch eine sehr schöne. Genau, hier sieht man halt unten die Steine sozusagen und hat halt dadurch das Gefühl der Höhe gut eingefangen, finde ich. Also es wurde sehr gut gelöst hier, gerade bei der Burg nochmal. Mit dem Höhenempfinden. Bis da unten hingucken kann. Zur anderen Burg. Hier geht es dann, wie gesagt, eben weiter. So, da wollen wir. Wie gesagt, die Folge wird ein bisschen länger. Wie gesagt. Ich sag's ja dann, wie gesagt. Das wisst ihr ja, wie gesagt. Und hier kann man dann, wie gesagt, die Maultiere nehmen. Also hier werden dann die Maultiere ausgeliehen. Das fehlt dem Server halt. Custom-NPCs und Maultiere. Aber das wollen sie machen, wenn der Server komplett fertig ist. Bloß leider wird das wahrscheinlich nicht so schnell passieren und auch nie passieren, glaube ich. Soll ja mal ein richtiges Minecraft-RPG im Game of Thrones-Stil werden. Bin ich mal gespannt. Schön wäre es natürlich, wenn man hier die komplette Welt bereisen könnte, frei, Open World. Und Missionen richtig erledigen könnte und auf andere Spieler treffen könnte und etc. Genau, das hier ist einer meiner Lieblingsstellen. Dieser schmale Grat zwischen den zwei Abhängen. Ich finde auch schön, wie das Wasser hier richtige Geräusche überhaupt erstmal hat. Genau, hier ist auch wieder ein Tal, da unten ist auch wieder wahrscheinlich der See, von wo aus ein Fluss beginnt. Der sich dann im Tal oder beziehungsweise in ganz Westeros erschreckt. Und hier geht es wieder einen sehr schmalen Pfad, wie gesagt, nach oben. Weiter. Gar nicht so riskant, wie es... Oh, da drüben sind noch Dinger, oder? Die müssten vielleicht mal weg. Do not use Dinger. Hier ist eine richtig schöne Hängebrücke. Ob ich da in Wirklichkeit rüberlaufen würde, weiß ich nicht. Hier kann ich eine große Klappe haben. Jedenfalls ist hier eine. Und hier kommen wir auch schon zu Alysas Tränen, die nie den Boden erreichen, weil sie nie eine Träne vergossen hat über ihre ermordeten Männer oder über ihre ermordeten Verwandten, also ihre komplette Familie wurde ermordet. Auch mal hier Arin-Bevölkerung. Aber sie hat nie eine Träne darüber vergossen, deswegen ja, verdampft dieses Wasser sozusagen, bevor sie überhaupt auf den Boden ankommt. Auch eine sehr interessante Hintergrundgeschichte. Kann man sich auf jeden Fall auch mal durchlesen. Und das sollte es eben hier erklären. Und wir nähern uns mit sicherem Schritt der Hohenair. Tatsächlich. Und haben hier auch gleich die letzte Wegburg. Also die letzte Wegburg ist tatsächlich unterhalb von Hohenair. Und das ist Himmel oder Sky.
Hier kann man dann seine Maultiere wieder abstellen, weil ab hier muss man wirklich zu Fuß gehen. Und zwar gibt es einmal die Möglichkeit, exquisit per Aufzug nach oben gebracht zu werden. Oder zu Fuß. Und da es ja keine Aufzüge gibt, nehmen wir einfach mal den Zu-Fuß-Weg. Und der ist wirklich so. Also er ist in den Stein gehauene Kletterpassagen. Also wenn man hier wirklich alle Dinger oben sind, alle Fahrstühle oben sind. Und man muss zu Fuß nach Hohen Air als Soldat oder Invasionsstreit macht. Nur man ist bis hier hingekommen und muss dann hier hochklettern und wird von oben mit Bogenschützen beschossen. Und muss einer nach dem anderen da hochlaufen. Also ich glaube nicht, dass man hier eine große Chance hätte. Und spätestens hier könnte man 30 Mann entgegenstehen, während jeder einzeln nach oben kommt. Also es ist unmöglich, diese Burg eigentlich einzunehmen. Hier unten ist der Ankunftspunkt von den... Ja, wie wir gesagt haben, von den Aufzügen. Wo Tyrion, glaube ich, mit hochgefahren ist und Catelyn. Ich weiß aber nicht mehr genau. Und hier geht's dann hoch nach Hohen Erm über diese lange Treppe. Hier ist nochmal ein kleines Fallgitter. Und dann sind wir auch schon da. Im Eingangsbereich. Gehen wir erstmal in den ersten Turm. Der bewacht hier das kleine Fallgitter, wie gesagt, dieser Turm. Wo geht's denn hier hin? Okay, okay. Nochmal eine Möglichkeit, Eindringlinge aufzuhalten. Also, es sind nochmal so Arrow. Schießscharten heißen die auf Deutsch. Arrow Slits heißen die in dem Spiel, deswegen. Genau, hier haben wir noch Schränke. Ist halt einfach einer der sieben Türme, der halt hier gleich neben dem Eingang steht. Könnte vielleicht der Platz von denjenigen sein, die halt hier einfach den Aufgang bewachen, also sich um diese Dings kümmern. Das könnte der Lord Kommandant zum Beispiel davon sein, von dem Abschnitt, dass halt hier keine Feinde nach unten reinkommen, sozusagen. Und hier schlafen halt die restlichen Soldaten einfach noch. So könnte ich mir das eigentlich relativ gut vorstellen. So. Dann kommen wir mal zum Hauptbereich, zur Hauptburg, beziehungsweise zum großen Saal eben, oder zum Thronsaal des Hauses Arryn. Der ist nämlich einmal geradeaus und dann rechts, das ist die hohe Halle, macht auch Sinn bei Hohen Air, von Arryn, mit diesem schön verzierten Marmor an der Seite. Das gibt es, glaube ich, nur in der Burg hier, wurde mal erklärt. Schön Design der Halle und da hinten der Thron. Ich glaube, das ist sogar Wehrholz, oder? Müsste Wehrholzbäume sein. Ja, sind Wehrholzbäume. Ja, und hier haben wir eben, wie gesagt, das in der Serie in der Mitte gelegene Mondtor ist eben hier. Oder Mondtür. Man fällt genauso tödlich, glaube ich, aber es ist halt einfach, es sieht halt nicht so toll aus, aber es ist halt einfach realistischer. Weil eine ganze Burg über eine Schlucht zu bauen, nur um ein Mondtor zu haben, ist ein bisschen, naja, konstruiert, finde ich. So, hier runter geht's zu den berühmten Mondzellen, die ja auch noch abschüssig gebaut wurden. Damit sozusagen die Inhaftierten nicht so richtig schlafen können. Also hier kannst du schlafen und dann kannst du hier rausfallen, wenn du nicht aufpasst. Ist auch eine sehr interessante Möglichkeit. Also, George, ich habe tiefsten Respekt vor diesem Menschen, was der sich ausgedacht hat. Dass man hier halt nicht einfach irgendwelche Zellen hat, wie in anderen Burgen, wo man sowieso nicht fliehen könnte, weil die Burg einfach viel zu viele Burgen hat und wenn du über die Berge ziehst, wirst du wahrscheinlich von den Clans der Berge umgebracht. Aber nein, du machst einfach noch was, wo einfach offen ist. Du kannst gehen, aber du fällst halt dann in den Tod. Das ist einfach irgendwie makaber, aber auch irgendwie genial. Hier geht's hoch, das ist, glaube ich, tatsächlich der Lordturm direkt an der Halle dran. Hier ist auch ein Blick in die Halle tatsächlich. Wenn du das wünschst. Hier ist noch ein extra Aufgang. Genau, hier ist ein relativ großes Bett. Das ist, ich glaube, das war
Robert Baratheons Bett, als er hier Mündel war. Er war ja zusammen mit Eddard Stark Mündel auf Hohen Air. Weil es ja auch gerade die Baratheon-Farben waren. Genau, hier ist schon wieder Hohen Air-Farben. Genau, und hier ist noch eine richtige Essenshalle in dem Turm. Also es ist ein richtig schöner eingerichteter Turm. Kann man sich ja auch nochmal genauer angucken, natürlich, kein Problem. Wenn man dazu das Bedürfnis hat. Auch selber auf den Server. Ich sag's immer wieder, kommt selbst auf den Server, schaut euch das alles selber an. Es ist ein ganz anderes Gefühl. Ja, und hier oben ist auch irgendein... Ich glaube, das könnte sogar Lord Arryns, aber weil jetzt hier kein Bett mehr drin ist. Entweder ist es Lord Arryns Zimmer, das... Lisa Arryn dann in einen anderen Turm gezogen ist, nachdem ihr Gatte gestorben worden ist. Ich glaube, das ist die richtige Formulierung dafür. Gut. Dann gehen wir mal weiter in die Hauptburg. Also in den größeren Bereich eben in der Burg. Und zwar hier lang. Waren wir ja gerade schon ein Stück. Jetzt einmal nach rechts und nach links. Wir gehen jetzt erstmal nach rechts. So. Da geht's hier raus in den Innenhof. Und der Turm hier, darin wohnt, glaube ich, jetzt Lisa Arryn. Wenn mich nicht alles täuscht. Also der hier, wo über uns ist. Weil das, glaube ich, der höchste ist. Ich weiß, oder ist das auch wieder so ein Meisterturm? Meistens sind ja die hohen Türme eher Meistertürme als... Ich finde es übrigens eine schöne Idee, dass man hier außenrum, wenn man diese Wendeltreppen hat, und dann die Dinger immer so platziert, dass natürlich das über den jeweiligen Räumen ist. Also es war ein bisschen blöd ausgedrückt, aber hier sehen wir jetzt gleich. Die Fenster sozusagen. Es gibt trotzdem Fenster in den Räumen. Weil eben unten drunter durch die Aufgänge durchgehen. Okay, das sieht für mich eher nicht nach einem Lordturm aus. Ich glaube, das ist eher so ein richtig ja, das ist ein Glockenturm. Ich weiß zwar nicht, sowas mal auf Hohen eher eine Notfallglocke braucht, aber gut. Ich denke mal, die haben geläutet, als der Rabe eintraf, dass John Arryn getötet wurde. Oder gestorben ist. Gut, wusste man ja anfangs nicht, ob er getötet wurde. Ich denke, das war so ein typischer Anwendungsbereich dieser Glocken. Boah, wie hoch diese Türme sind, das denkt man immer gar nicht, wenn man von draußen so guckt, aber... Gut. Dann geht's hier weiter. Geht's hier auch in den Turm, glaube ich, irgendwo. Also die Burg besteht eigentlich fast nur aus Türmen. Also es ist sehr unwahrscheinlich, dass man keinen Turm erwischt. Kleines Wartezimmer, kleiner Lesebereich. Wie gesagt, Burgen waren sehr oft einfach nur Prestige. Das ist nicht unbedingt, musste nicht unbedingt einen Sinn dahinter stehen, logischerweise. Ja, hier sind schon eher die Möglichkeiten nach Zimmern von Lords. Ah, hier ist wieder der Meisterturm, genau. Ist natürlich auch richtig cool hier. Muss man ganz einfach anerkennen, wie hier die Rabenkäfige hängen und so. Also es ist schon relativ geil gemacht. In dem waren wir schon, in dem waren wir. Wir waren in dem noch nicht und in dem noch nicht. Ich glaube, einer von den beiden ist dann auch Lisa Arryns Turm. Auch schön, wie immer die Dielen knarren. Habe ich, glaube ich, schon mal gesagt in dem Video. Relativ cool. Und es steckt, wie gesagt, sehr, sehr viel Arbeit drin. Und ich möchte einfach euch dazu bringen, das euch selber anzuschauen. Und auch vielleicht, wenn ihr sagt, ey, das kann ich auch. Ey, ich liebe Game of Thrones oder generell, ich bin sehr gut in Minecraft und ich kann sehr coole Burgen und so bauen. Es gibt viele Burgen, die werden in der Begleitliteratur nur genannt. Es gibt keine Ahnung davon, wie die aussehen. Und manche von denen wurden dann eben hier auch noch nicht gebaut.
Und das ist eure Chance. Ah, hier ist eine kleine Septe. Cool. Also es ist eure Chance. Wirklich, versucht euch zu... Auf der Website kann man sich bewerben. Als Bauer. Also als Builder. Muss man tatsächlich sehr viel machen. Also man muss sehr viele Aufgaben erledigen. Ich bin gerade dabei. Ich überlege auch, mich zu bewerben einfach mal. Das ist, glaube ich, Lisa Arens Turm übrigens. Für alle, die es interessiert. Ich nehme mal meine Fackel zur Hand. Das muss ich schon wieder... Das ist nämlich auch mal ein cooles Ambiente, wenn man mit Fackel durch die Gegend rennt. Ja, hier kommen wir schon, glaube ich, zu den richtigen. Das sieht aus wie Robins Zimmer so ein bisschen. Finde ich. Es gibt ja auch viele Lords, die jetzt halt zu Besuch mal hochkommen, weil du kannst halt nicht jeden Tag hoch und runter laufen. Aber das ist doch auch nicht Lisa 1. Bitte, ist ein bisschen klein, oder? Obwohl, die schläft halt jetzt alleine, ne? Also wenn Peter Baelish mit ihr. Verkehrt. Na gut. Hier haben wir noch eine Art ja, Kaminzimmer halt. Jetzt müssen wir nur noch auf die Burg kommen. So, jetzt kommen wir auch noch auf den letzten Turm, der viereckig ist. Und wenn mich nicht alles täuscht, könnte das auch Lisas Turm sein. Es ist halt immer schwer zu entziffern, weil halt hier sehr viele Schlafzimmer tatsächlich auch sehr hoch hochwohlgeboren aussehen. Aber das sieht jetzt eher nach einem kleinen Bedienstetenzimmer aus, oder? Ne, es ist eher so ein Sanitärraum. Wo geht's denn hier hoch? Doch, das ist Lisa Arens Schlafzimmer, glaube ich. Hier. Mit Balkon noch, könnte glaube ich sogar sein. Aber hier geht es bestimmt noch eins weiter hoch, oder? Nicht? Das war's? Ich meine, es sieht jetzt wirklich nach Lisa Arens Schlafzimmer aus, weil es ein sehr großes Bett ist. Aber hier oben, na gut, im Dach ist halt immer nichts, ne? Nun gut. Das war Hohn R. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. In der nächsten Folge werden wir uns auch eine andere Burg angucken, nicht Baelor, aber ich möchte euch einfach ein bisschen mehr eben größere Gebiete zeigen. Ich hätte euch auch ganz so den Roten Bergfried gezeigt. Ich bin ja auch durch alles durchgelaufen im Roten Bergfried eigentlich. Im Roten Bergfried ist halt das Problem, es wiederholt sich sehr viel. Hier hatten jetzt halt sehr viele gleiche, verschiedene Burgen tatsächlich, die halt immer irgendwie was anderes mal zu entdecken hatten. Von daher hat sich das hier mal ein bisschen mehr gelohnt, meiner Meinung nach, als in anderen Burgen. Oder eben im Roten Bergfried. Hier ist übrigens noch so eine große Halle, also so eine Essenshalle. Und hier geht's hoch zu einer, ja, zu einem Büro-ähnlichen Bereich. Das ist Lisas Schlafzimmer. Also zumindest ein sehr großes Schlafzimmer. Entweder war das das Schlafzimmer von beiden zusammen, oder... Aber das ist auf jeden Fall, das ist es auf jeden Fall. Hier ist auch ihr Balkon nach innen, in den Innenhof. Ja, jetzt haben wir es gefunden. Also haben wir am Ende auch noch das richtige Schlafzimmer gefunden. Das ist doch wunderbar. Sogar Vögel in dem Schlafzimmer gehalten, das hätte ich mir ja zweimal überlegt. Hier sind auch doch, ja, hier auch die Banner von Tully und Hohn R. Oder beziehungsweise von Tully und Arryn, nicht Hohn R. Hohn R kann ja jedem gehören. Genau. Also das war Hohn R. Ich würde mich freuen, wie gesagt, wenn ihr in der nächsten Folge wieder dabei seid. Wenn wir uns eine andere große, berühmte Burg aus Game of Thrones ankennen, die man anschauen, die man in der Serie tatsächlich nicht gesehen hat. Auch im Roman wurde sie bis jetzt nur erwähnt, nie richtig besucht. Aber deswegen ist sie nicht weniger spektakulär. Und ich verabschiede mich mit einem Sprung aus dem Mondtor. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.